Also mir gefällt es am besten, dass man eben so ein bisschen auf der Bühne stehen kann und dann eben die Entscheidungen treffen kann. Das mache ich gerne. Man kann einfach diese Entscheidungen treffen. Und das ist eigentlich was, was man jetzt als Kind nicht so oft machen kann. Man kann jetzt nicht immer in der Jury sitzen für Filme. Wir befinden uns heute beim Kurzfilmfestival für Kinder und Jugendliche, kurz dem Cookie. Und es ist schon der vorletzte Tag und wir wollten euch das Festival ganz kurz vorstellen. Und dafür sitzt hier Laura, die für die Presseabteilung zuständig ist. Hallo Laura. Hallo. Und zwar wollte ich dich fragen, ihr habt ja jetzt 10-jähriges Jubiläum, habe ich gehört. Wie ist denn das Cookie überhaupt entstanden? Also wir haben ja eine große Schwester, Interfilm. Und es gab dann irgendwie immer so eine Kindersektion schon bei diesem Festival. Aber es gab immer so viele gute Einreichungen, eigentlich so, die sich eher für Kinder und Jugendliche eignen, dass es sich irgendwann einfach gelohnt hat, ein eigenes Festival draus zu machen. Und nach welchen Kriterien wählt ihr dann die Filme aus, die dann gezeigt werden? Wir versuchen immer mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten und uns da Feedback geben zu lassen. Und bei den Jugendprogrammen ist es wirklich so, dass wir eine Vorauswahl Jugendlichen zeigen in einem Workshop und die dann entscheiden, was läuft. Ich bin Nikita und ich bin 11 Jahre alt und ich bin in der Jury 10 bis 13. Ich bin Chiara, ich bin auch in der Jury von 10 bis 13 und bin 12 Jahre. Ich bin Benedikt, ich bin 13 und bin von den Filmen von 12 bis 14. Und wie sieht denn eure Vorbereitung aus, also jetzt auch vor dem Filmfestival? Wir haben die Filme auch alle schon einmal gesehen und heute sehen wir sie nochmal im Kino und wir haben auch diese Mappen. Also, ja. Was sind denn eure Lieblingsthemen in den Filmen? Also was hat euch besonders interessiert? Also so als Thema mehr so tiefgründige Filme. Also Animationen sind auch gut, aber ich finde jetzt so mehr so tiefgründige Filme finde ich ein bisschen besser als. Okay, ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die Filme an. Du hast ja gerade die Filmreihe für Kinder ab 8 Jahren geguckt. Mhm. Welcher Film hat dir denn da am besten gefallen? Ich fand den norwegischen Film am besten. Und worum ging es da? Kannst du das kurz erzählen? Also es ging um ein Mädchen und es hatte nicht so viele Kleider und hat bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo man halt Fische fangen soll und der den größten Fisch hat, hat halt den größten Pokal gekriegt und Geld. Und dieses Mädchen hat halt mit teilgenommen, hat aber so einen mittelmäßigen, also so einen Mittelfisch gefangen. Und das fanden die Leute halt ganz toll und so. Also meiner war der mit der Mütze halt. Ja, der, wo die Mütze die ganze Zeit weggeflogen ist, wo der die ganzen Tricks gemacht hat. Das war echt lustig. Okay.